Oh ja, genau. Jetzt werden wir sehen, ob das funktioniert hat mit der Veränderung da. So, also mal schauen. Komme ich jetzt wieder in den Boden? Nö. Hat gepasst. Ja, ist dann wahrscheinlich beim Runterfallen. Das letzte Mal war ja noch auf der Höhe. Moment, was? Hier ist 64. Ach so, die Kiste ist nicht einen ganzen Block hoch. Und wenn ich jetzt auf die Kiste drauf gehe, dann bin ich immer noch auf Ebene 64. Wenn ich auf die Kiste drauf springe, guckt man hier. Also ich kann ja nicht hindeuten, aber unter der Minikarte die mittlere Zahl zeigt ja die Höhe an, da wo das S auch steht für Süden. Wenn ich jetzt hier hochspringe, dann erscheint. Oh, Moment, auf die Kiste. Dann erscheint da kurz die 65. Weil ich dann doch kurzzeitig auf Ebene 65 bin. Aber ich lande ja dann wieder auf. Also unterhalb von 65, ja. Auf der Kiste dann. Dann lass mal das hier so weg. Okay. Und dann hier oben. Denn ich muss ja nicht den Boden umgraben hier. Da, wo Erde ist, da kann ja schon Erde bleiben. So, und jetzt hier. Ja, genau. Machen wir einfach so. Ein Stein wegbuddeln. Dann wieder Erde. Da drüber ist Erde. Geht genau auf. Jo, so. Das wäre die Erde gewesen. Der Stein, meine ich. Und dann gehen wir mal da nochmal durch und machen hier oben. Ah, das Gras braucht ein bisschen länger, bis es weggeht. Okay. So, ja gut. Ah, da ist die erste Stecke schon, die darunter gefallen ist. So, hier erwische ich auch noch. Oh, da kann ich wieder eins nach innen gehen. Und gleich mehr wegmachen. Ich kann mal ein bisschen Abstand halten, dann sehe ich auch mehr. Und hier oben. Auch gleich wegmachen hier. Da ist noch einer. So. Ja, es ist. Ja, ja. Ich mag das eben nicht so gerne, wenn ich immer das Werkzeug wechseln muss. Aber was will ich machen? Es ist eben so. Da mache ich einen Stich für die Besparten und dann ist wieder ein Stein da. Hey. Ah ne, das war gar nicht bei mir. Vielleicht eine Schnecke oder so. Ja, da ist eben noch einfach eine Menge Stein da drin. Aber egal, jetzt machen wir erstmal mit der Erde hier wieder weiter. So. Vielleicht wäre das nicht verkehrt, wenn ich das in so schichtweise mache, denn das ist ja doch ein bisschen mehr jetzt. Und da ist, ja, doch, da ist ja noch einiges wegzumachen. Naja, ich bitte mich mal dahin. Ja, das ist, ja, gut, das ist hier in einer Höhe. Aber egal, Hauptsache wir buddeln und Hauptsache wir haben viel gekrisselt auf dem Bildschirm. Auf, dass die Datei möglichst groß wird, wenn es denn so wird. Ich glaube schon. So. Oh, ja, das ist, ach komm jetzt, ich gehe da doch ein bisschen höher. Ja, noch ein bisschen von da aus vielleicht. Oder ich fange da hinten an und buddle mich da mal systematisch. Ja, das wäre ja eigentlich auch sinnvoll, dass ich ja mal so halbwegs systematisch vorgehe. Davon bin ich sowieso ein Freund. Dann gehen zwar manche Abschnitte langsamer, weil ich da genauer arbeiten muss, aber dafür ist es eben da, wo ich mal war, da bin ich dann aber auch fertig. Ach so, aber ich wollte ja. Oh ja, dann habe ich ja wieder nicht so viel gekrisselt. Ja, gut, dann habe ich jetzt eben mal hier so ein bisschen weniger. So, dafür komme ich hier ordentlich vorwärts. So, hier, guck mal, geht doch auch.
Ja, schön. Dann mach ich mal hier so nach vorne was. Okay. Mal in der Richtung wechseln. Das ist viel Information. Habe ich jetzt hier eine Überschwemmung gemacht? Nein, habe ich nicht. Das kann sowieso alles zugemacht werden hier. Bis auf einige Stellen, aber ja, die sind jetzt mal egal. Die kann ich ja leicht wieder anlegen. Hatten wir ja beim letzten Mal schon, dass ich die dann doch lieber wieder neu anlege. So, ja gut, dann haben wir hier weiter. So, bevor ich aber jetzt wieder hier abschweife, machen wir doch erstmal das hier weg. So. Und, nee, ich will, ach guck mal hier, da ist nicht mehr so viel übrig. Okay, so, und die nächste Spur hier durchziehen. Ich kenne mich selbst gar nicht mehr aus. Es gibt viel Gekrissel und Gewusel und plötzlich ist der Weg frei. Sammle ich das alles noch auf? Ja, tatsächlich, da ist noch Platz. Okay. So, die Schnecken sind hier auch heil gelandet, so wie es aussieht. Oder waren es nur drei? Nur da ist die dritte jetzt. Okay. So, ja. Okay, dann ziehen wir hier mal die nächste Spur. Achso, Moment, wie sieht es denn aus hier mit Datei? Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Neuer Folge, so ungefähr jedenfalls. Aber eine neue Aufnahme beginnen. Da habe ich auch noch ein paar Minuten Zeit. Und vielleicht hänge ich sogar noch mal eine Folge hinten dran wieder. So wie letztes Mal, glaube ich, war das doch. So, oh ja, ich sollte mal was essen hier. Okay, so, wir brauchen mehr Gekrissel. Das heißt, so, wir machen hier weiter. Ja, dann bücke ich mich einfach mal da durch. Ach so, Moment. Ah, ja, okay. Bin da eins tiefer gefallen. Und dachte, ich wäre schon tief genug. Dem war aber doch nicht so. Deswegen war ich da etwas verwirrt, unterstütze ich. So, weiter. Also, ich muss mich bald wieder hinlegen. Weil es Abend wird und die Nacht gleich da ist. Da habe ich wieder zu viel weggemacht. So, schnell zugemacht. Ja, das Bett aufstellen, nö, jetzt noch nicht. Noch kann ich ein bisschen sehen. Ja, das weg und das hier weg. So, dann hätten wir es da schon mal den Durchbruch geschafft zum Feld hin. So, das hier weg, da war wieder zu viel. Und, ah ja, genau, ich kann jetzt gleich mal mein Bett hinstellen. So, machen wir es mal. So, und schlafen gehen? Ja, das geht. Sehr gut. Also, bevor ich es vergesse, fange ich doch eine neue Datei an. Moment mal eben. Okay, wieder weg mit dem Bett. Und, ja doch, wir haben noch ein bisschen Zeit hier, um hier Ding... Oh, Moment, das Bett will ich mitnehmen. Halt, das Bett muss mit. So. Wir haben noch ein bisschen Zeit, um noch mehr Gekrissel zu machen. So. Und nein, ich werde da natürlich keine weitere Folge dranhängen, damit ich eben genau vier Folgen habe, die dann abwechselnd groß, klein und groß, klein sein müssen. Theoretisch. Da bin ich gespannt, ob sie das bewahrheitet. Tja, wir werden es erfahren, wenn alles gerendert ist.
Ja, doch, ein bisschen müssen wir noch. Nee, halt mal, ich muss ja auf der Ebene bleiben hier. Okay, ja, doch, ist die richtige Richtung. Machen wir einfach mal in diese Richtung, aber wie war. Ja, doch, ein ganzes Stück. Okay, gut, lassen wir das mal. Ich will jetzt da nicht im Dunkeln bleiben. Denn diese Dunkelheit reduziert ja dann auch wieder die Bildinformationen, wenn alles dunkel ist. Und das will ich ja gerade jetzt ausdrücklich mal nicht. Ja, gut, ich kann schon alles hier von unten abbauen. Ich muss nicht eine Ebene. Wo, was? Ach so. Zu viel Stein hier. Ich bin umzingelt von Stein. Die Bildinformation dürfte sich auch erhöhen, wenn hier alles so rumliegt. Na, ist egal. Also, wir haben auf jeden Fall Grund genug, große Dateien zu haben. Und das wird jetzt dann eine der riesigsten Dateien, die ich jemals hatte. Ja, ich weiß nicht. Ja, vielleicht. So, jetzt will ich aber auch gerne mal hier den Stein wegmachen. Damit das. Ja, gut, das machen wir nach Erde. Obwohl, das mit dem Stein wegmachen, das macht ja auch gekresselt hier. Moment mal. So, hier. Nein, natürlich nicht so. Aber obwohl, das macht nichts hier. Da kann ich ja da Erde reinmachen. Ja, die muss da ja sowieso hin. So und so. Oh, Moment, der hier. Machen wir die noch weg hier. Und da kann ich eventuell so vorgehen. Ja, toll. Wieder zwei Hiebe weiter, dann war's das. Wir kriegen sie aber alle weg hier. So, das geht doch ganz nett. Ganz schnell und das ist nett. Da liegt mir so viel rum. Na, so, also das, was ich nicht eingesammelt habe. Und das ist ein bisschen verwirrend. Weil das Ganze dann das so aussieht, als wäre so wahnsinnig viel da. Aber ich glaube, wir sind ohnehin schon wieder jetzt bei 47,5 Minuten. Ja, 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 doch, da müssen wir jetzt wieder wechseln. Das heißt, wir gehen jetzt wieder ins Lager. Leeren mal das alles aus. Dann müssen wir jetzt gleich wieder neue Kisten anlegen. Ich sehe das schon kommen. Das Werkzeug kann ich hier wieder da reinpacken. So, ja, dann nehmen wir doch mal die Bruchsteine gleich raus da. So, und dann, auch. Oh, der Rest ist Erde. Ja, gut, dann haben wir da eben noch viel Erde. So, dann diese Kiste hier voll machen. Gleich umbenennen oder überhaupt benennen. Achso, Moment, ich brauche dann hier das da.